On the internet, nobody knows you're a dog. Was genau steckt eigentlich hinter deiner Karikatur? Eigentlich ganz interessant, diese Beschreibungen, aber irgendwie würde das schon gerne noch von einem Experten erklärt bekommen. Okay, das muss es sein. Vielleicht finde ich da irgendwelche Antworten. Hallo, hallo. Hallo, Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikaturmuseums in Krems. Ab wann ist eine Karikatur eigentlich eine Karikatur? Eine Karikatur ist ein gezeichneter Witz und das Besondere ist natürlich daran, dass man eben die karikierte Person auch erkennt, eine Person des öffentlichen Lebens. China, 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 China. Im digitalen Zeitalter ist die Karikatur besonders wichtig. Es war noch nie so einfach zu publizieren, das heißt auf den sozialen Netzwerken, man kann sofort eine Karikatur schalten. Man muss sich das so vorstellen, dass zum Beispiel politische Bewegungen wie der arabische Frühling ganz stark durch die Karikatur geprägt worden sind. Naja, eigentlich ist es so, dass man, wenn man wirklich eine Karikatur vorbereiten will, braucht es am Anfang viel Zeit in der Vorbereitung, um die Idee zu formulieren. Also man recherchiert in Zeitungen, schaut sich Berichte an oder man googelt nach Bildern, um vielleicht die Person, die man karikieren will, auch wirklich dann irgendwie erkennbar zu zeichnen. Ja. Man kann alle Ideen, die man in seinem Kopf hat, auch versuchen umzusetzen. Egal, ob man jetzt ein großartiger Zeichner ist oder eher vielleicht mit ein paar Strichen etwas versucht nachzubilden, die Möglichkeiten sind da irrsinnig groß und das Abenteuerzeichnen ist einfach wunderbar. Also ich kann das jetzt einmal probieren, dass ich was zeichne. Ich bin kein Karikaturist. Okay, Challenge accepted. So, naja, fertig. Also es gibt ja sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz, das heißt, einen guten Zeichner erkennt man daran, wie er ein Pferd zeichnet und wie er Hände zeichnet. Das Pferd? Ganz cool. Die Hände? Das ist wirklich so eine ganz schwierige Challenge. Und wie man sieht bei mir, mein Pferd und meine Hände sind nicht so gut, darum bin ich auch nicht Karikaturist, aber es macht großen Spaß. Ziemlich coole Einblicke, die ich da jetzt bekommen habe. Der Ausflug hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.